Frage ist eigentlich, was ist die Frage? Deshalb habe ich ja so viel Sympathie für Ihre Aussage. Es reicht dann, dass man die Technologien aufzählen kann. Man muss sie wirklich im Unternehmen beherrschen und die Kompetenz und so weiter aufbauen. Da habe ich sehr, sehr, sehr viel Sympathie dafür. Also sie wollten noch. Ich bin von der Europäischen Aktuars vor einigen vor zwei Jahren gebeten worden, in dieser Diskussion, ich sag mal, zu vermitteln. Also was ist eigentlich jetzt sinnvoll und wie schafft man es eigentlich, die zweifellos vorhandenen intellektuellen Kapazitäten auf irgendwas anderes auszurichten. Auch da hat sich in dem Stand so eine gewisse Meinung gebildet und jetzt hat man dasselbe Thema, man müsste die Welt anders sehen und eigentlich dasselbe Instrumentarium für andere Fragestellungen benutzen. Um diese Diskussion im Gang zu halten, habe ich dann eher so alle halbe Jahre mich auszutauschen und an Beispielen klarzumachen, wie man auch denken könnte. Und ich bin der Meinung, die werden nicht vergehen, weil genau mit dem Argument, es gibt halt wenige Leute, die wirklich Statistik können und ohne Statistik ist man in dieser Welt hoffnungslos verloren. Und die Anzahl der Statistik beherrschenden Leute nimmt auch nicht exponentiell zu. So, bitte, ja. Ja, also will ein paar prominente Statistiken bemühen. Also zunächst mal, wir stellen möglichst viele Mathematiker ein und die werden von mir fast alle genötigt, zum Aktuars sich ausbilden zu lassen. 98% aller Erfinder, die jemals auf dieser Erde gelebt haben, leben heute. Aussage 1, also das heißt, wir haben hier eine Wucht und eine Dynamik an Innovationen, die hat es einfach noch nie gegeben. Aussage 2, und jetzt kommen wir zu einer typisch deutschen Diskussion, wir sollten das Vorzeichen ändern. Seit 20 oder 30 Jahren sind wir wohl die Nation, die die größten Schreckens- und Angstszenarien über Arbeitsplatzverlust durch Automatisierung, Robotik oder sonst irgendwas beschreibt, aber wir sind auch das Land, das die meisten neuen Arbeitsplätze hat und Europa oder weltweit prosperiert deswegen. Also insofern ist ja nicht die Frage oder die Diskussion der Vorzeichen, wen brauchen wir nicht mehr, sondern was machen wir mit den Kapazitäten, den Expertisen und so weiter, die vorhanden sind. Und da führen wir jeden Tag einen Beweis. Es fällt uns jeden Tag was Tolles ein, was wir für den Fortschritt hier eben tun können. Deshalb verwende ich ja gerne das Beispiel dieser Social Media Manager, stellvertretend für viele neue Jobs, die in den letzten 20 Jahren entstanden sind durch Technologie. Das kann man gar nicht auswendig aufzählen, was da alles für neue Jobs, die auch großen Impact haben, entstanden sind. Mut zur Lücke, auch wir Menschen, auch wir im Management sind Menschen, die möglicherweise dann die ein oder andere Option auslassen. Gestern ist die Amazon-Aktie über $1000 gestiegen. Ich habe ein paar Amazon-Aktien, aber ich sage mir natürlich jetzt selber, viel zu wenig, ich hätte viel mehr früher kaufen müssen. Ja, das ist halt so. Man kann nicht alles richtig machen und damit sollte man auch mit einer gewissen Gelassenheit an dem Punkt eben leben. Wichtig ist, dass man nach vorne guckt, dass man gebündelt eben auftritt. Zweitens ist es wichtig, diese Fehlerkultur. Vielleicht noch ein ganz kurzer Punkt, wo ich gerade gescheitert bin. Ich habe einen Fehler, einen Preis ausgelobt für den produktivsten Fehler bei Talents Deutschland. Alle Einmeldungen, gibt ein Abendessen mit mir und so. Vielleicht war das der Grund, weshalb keiner eingemeldet hat. Es haben Mitarbeiter eingemeldet. Die Sachen und dann sind Führungskräfte von den Mitarbeitern hingegangen, hör mal hier, wir möchten nicht, dass dieser produktivste Fehler genannt wird, weil wir haben das doch alles bereinigt, haben wir super gelöst und so weiter, um das Thema zu machen. Und witzigerweise war das, was hat dann doch einen Preis gegeben, aber ich war ziemlich enttäuscht und wir werden das auch nacharbeiten mit den Führungskräften, dass wir da eine andere Kultur hinkriegen. Der produktivste Fehler war ein Machine Learning Projekt. Und die haben Machine Learning Projekt in der Versicherungswirtschaft abgebrochen, weil wir Basisvoraussetzungen zur EU-Datenschutzverordnung, eine Grundguidelines im Datenschutz und Grundguidelines zur Data Security in Bezug aufs Cloud Hosting nicht sauber drauf hatten, dass wir die Daten, die wir eigentlich verarbeiten wollten, sie haben die Security-Themen nicht gemacht. Dann haben die abgebrochen, obwohl die ein Riesenprojektbudget noch hatten. Also ich bin total scharf, ehrlich gesagt, auf diese Sachen, die Sie da auch machen. Das haben die abgebrochen, das Projekt, haben die gesagt, pass mal auf, wir geben unser Budget hier zurück, weil wir müssen erst die Voraussetzungen schaffen. Es macht keinen Sinn, hochbezahlte Mathematiker und Informatiker an diesen juristischen und sonstigen Baustellen arbeiten zu lassen. Das müssen wir erstmal sortieren.